Einen wunderschönen Morgen am Tag 4. Wir haben Donnerstag. Eigentlich heute Tag meiner Abreise. Deswegen werde ich jetzt gleich runtergehen und meinen Urlaub verlängern. Strahlender Sonnenschein. So kann ich mir heute eventuell noch mal Salzburg anschauen und morgen früh, bevor ich fahre, noch mal alle die schönen Stellen abfahren, die mir so gut gefallen haben. Boah, die Sonne ist schon geil, ey. Wahnsinn. Guckt euch das an. So, erstmal Vlogstop. Bis später. Jo, ich bin in Österreich, ich bin in Salzburg. Und das Erste, was ich feststellen musste, hier ist alles irgendwie sehr eng. Und naja, selbst die Parkhäuser sind in Fels geschlagen. Und um aus dem, das ist ein Parkhaus, das ist keine U-Bahn. Und um, ich habe eine Banane in der Hand, genau, um mich zu wehren, falls jemand kommt. Und falls man, also um hier überhaupt rauszukommen, muss man durch diese Gänge laufen. Also total cool gemacht eigentlich. Hier unten ist eine richtig angenehme Frische. Und es riecht nach, richtig nach Fels, so richtig nach Berg. Das ist geil, oder? Guck dir das mal an hier. Da läufst du wie in Hamburg durch die U-Bahn unterirdisch, um aus dem Parkhaus rauszukommen. Das ist schon cool. Ja, wie gesagt, ich bin gleich in der Altstadt. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Bin mal gespannt. Also das, was ich jetzt von Weitem gesehen habe, ist echt vielversprechend. Scheint echt eine schöne Stadt zu sein. Was für Türen hier, ey. Das ist irgendwie Wahnsinn. Begegnung im Berg. Also es gibt sogar Sachen im Berg, wo man sich Sachen angucken kann. Guck dir mal hier, das ist eine Bahnhofstation. Ja, vielleicht sind wir auch gleich am Bahnhof. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ne? Na gut, ich mach mal Vlogstop. So, ich muss aber kurz vloggen. Also ich habe gerade rausgefunden, was das ist, wo ich da gerade durchgelaufen bin. Also es ist einerseits der Ausgang von dem Parkhaus, andererseits geht es dazu noch ein Museum, weil über mir ist hier ein riesengroßer Berg und da gibt es dann ein Museum der Natur und da kann man mit dem Aufzug hochfahren. Und das ist quasi der Eingang zum Aufzug zusätzlich noch. Also es ist tatsächlich wie so eine Bahnhofstation. Halt nur für einen Aufzug. Oh, guck mal hier. Seitengässchen. Ja. Das ist geil hier. Das ist eine richtig verwinkelte Stadt. Gucken wir uns mal ein bisschen Mozart an. Auf den Spuren Mozarts. Ja. Gut, Vlogstop. Ich mal wieder durch Salzburg auf den Kapuzinerberg. Von dort oben hat man eine wunderbare Aussicht, so erhoffe ich mir das zumindest, auf Salzburg, auf die ganzen Schlösschen drumherum, auf die Festung, Sehenswürdigkeiten, so dass ich nicht alle ablaufen muss. Nein, Quatsch, ein Burgerrestaurant. Und da werde ich auch gleich hingehen. Aber erst ein bisschen laufen, damit es sich rentiert. Es ist ja auch erst 11 Uhr, also. Wobei, Burger kann man auch zum Frühstück essen. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch in den Alpen. Hat sich nach wie vor nichts geändert. Es geht immer noch bergauf. Steil. Ich glaube, der Ausblick, ist ohne zu viel zu verraten, könnte sich hier rentieren. Mach mal Vlogstop und meld mich, wenn ich oben bin. Von oben auf dem Kapuzinerberg, da stehen wir jetzt und genießen die Aussicht auf die Rückseite von Salzburg und zwar Richtung Bayerisches Land.
Ja. Also quasi da, wo die Stadtgrenze da hinten ist, also da, wo die Stadt aufhört, da fängt Bayern an. Da hinten sehen wir nochmal die Berge Berchtesgadens. Es ist der Wahnsinn. Die haben hier ernsthaft mitten in der Stadt so einen Berg, der als Naturschutzgebiet eingezeichnet und eingezäunt ist. Und hier oben kriegst du von dem ganzen Gewusel eigentlich überhaupt nichts mit da unten. Wobei Salzburg hat schon echt was. Also ich kannte jetzt Salzburg gar nicht. So auch vom Hörensagen her nicht wirklich. Ich wusste, dass hier Mozart geboren ist und Mozart gelebt hat. Man hört eher mal was von Wien und weiß über Wien so ein bisschen Bescheid. Und das, was man so über Wien weiß, das kann man hier auch auf diese Stadt irgendwie projizieren. Also es hat dieses typische österreichische Flair. Also so eine, es ist ganz anders als bei uns. Also kaum fährt man über die Grenze schon, ist alles wieder anders. Ich gucke mir Berchtesgaden an. Ja, das ist ein kleines, verschlafenes Alpenstädtchen. Wobei, das hat auch schon einiges zu bieten. Aber Salzburg, wie gesagt, nur vom Flair her, ist richtig geil. Jo, gut. Machen wir Vlogstop von hier oben und genießen ein bisschen die Aussicht. Die andere Seite. Das ist jetzt die Seite mit der Altstadt hier vorne drauf. Und da gehe ich jetzt wieder runter, weil ich jetzt echt zum Burger essen Bock habe. Jetzt habe ich sogar zwei Burgerläden gefunden. Was soll ich machen? Also es gibt einen Bio-Burgermarkt und es gibt Ludwig das Burger-Restaurant. Haben beide exakt die gleiche Bewertung bei Google. Beide 4,2 Sterne. Allerdings hat der eine mehr Rezensionen bekommen. Das heißt, ich werde mir jetzt einen aussuchen müssen. Liegen zum Glück beide nebeneinander. Sprich, ich kann sie mir beide mal angucken. Nach den Preisen mal gucken. Oder wo es einladender ist, wo man draußen sitzen kann. Also wer hier wohnt, der hat es doch geil, oder? Mann, ernst. Hier ein Gärtchen. Ist das schön. Salzburg hat echt was, ey. Wahnsinn. Ja, schönes Städtchen. Will mich allerdings nicht allzu lange hier aufhalten, weil ich noch mal ein bisschen in die Berge will. Mal Vlogstop. Mirabell Park. Hinter mir ist das Mirabell Schloss. Ich muss daher noch ein bisschen auf meine Burger warten, weil die gerade erst aufgemacht haben und man noch nicht draußen sitzen kann. Also haben wir gesagt, warte eine halbe Stunde, dann kannst du wiederkommen. Das mache ich. Jetzt hoffe ich hier im Park und lasse mich von dieser frischen Wiese. Leute, nächstes Vlog.
Ich bin jetzt aus Salzburg rausgefahren und habe mir in der Nähe von Salzburg mal den Geißberg ausgesucht. Das ist wohl der Heimatberg von Salzburg. Einfach mal so. Wie gesagt, meine Burger habe ich gegessen, habe ich alles bekommen. Und war auch lecker gewesen. Sehr lecker sogar. Aber da ich ja wegen der Landschaft hier bin und nicht wegen der Stadt Salzburg, gebe ich mir jetzt nochmal so eine richtige Bergtour. Einfach weil ich es kann. Alles klar. Dann erstmal Vlogstop und wir sehen uns oben auf dem Geißberg. So, ich habe es bis auf den Geißberg hochgeschafft. Bin jetzt quasi am Gipfel auf gut 1200 Meter und ihr seht es schon im Hintergrund. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also die Panoramastraße fand ich schon geil, aber wenn ich ehrlich bin, die Straße hier ist kostenlos in Österreich. Und ich glaube, man sieht hier viel mehr. Ich bin mal gespannt. Also man kann jetzt hier einmal um diesen ganzen Geißberg rumlaufen und somit alle möglichen Seiten sehen. Da hinten ist noch ein Turm. Ich weiß nicht, ob ich auf den rauf kann. Ich denke eher nicht. Aber vielleicht ist da hinten nochmal eine höher gelegene Stelle, wo man wirklich komplett, ohne sich zu bewegen, in einem rundum gucken kann. Das wäre schon fantastisch. Also das ist geil. Ja. Da hinten, ich weiß nicht, wo ist er? Da, das ist der Watzmann. Da hinten ist Berchtesgaden. Und das, was jetzt hinter mir ist, quasi sind alles die österreichischen Alpen. Schon mega, oder? Also die Dimensionen, die sind ganz anders als bei uns in Hessen mit unserem kleinen Feldberghügelchen. Der Höhle hier komplett untergehen, den würdest du hier gar nicht bemerken. Das ist schon krass. Gut, erstmal ein Vlogstop von hier oben. Gucken wir mal, wo sich die nächsten spektakulären Bilder ergeben. Bis dann. Servus und grüß dir. Jetzt sind wir hier ganz weit hinten aus, ne? So richtig hinten aus. Bei Ramsau sind wir jetzt. Und zwar stehe ich hier Ramsau vorm Eingang unseres einzigsten Alpennationalparks Berchtesgaden. Einer von vielen Eingängen. Ja, es ist mein letzter Tag, mein letzter Nachmittag, letzter Abend. Ich werde jetzt keine großen Wanderungen mehr machen, aber ich wollte einfach mal hier hintergefahren sein, um zu sagen, ich war hier gewesen. Von hier aus ereignen sich oder kann man natürlich viele, viele, viele geile Wandertouren starten. Habe ich jetzt so auch nicht gewusst. Ich habe mich halt immer relativ an Berchtesgaden gehalten. Nur hier auf der Karte sehe ich natürlich jetzt, dass es hier richtig coole Wege gibt. Zum Beispiel hier auf den Hochkalter oder da hinten auf die. Boah, steht nicht hier, wie der Berg heißt. Ist ja nicht so schlimm. Das ist der Hochkalter hier und dahinter liegt der Watzmann und da kann man natürlich von hier aus wunderbar hinlaufen und hinwandern. Die Zeit hätte ich sowieso nicht gehabt, so oder so nicht, also auch wenn ich das gestern schon gewusst hätte.
weil mein Plan war natürlich so vollgestopft gewesen. Außer ich verlängere noch einen Tag. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe genug. Ich bin genug gelaufen, mir tun die Füße weh, mir tut mein Rücken nicht mehr ganz so doll weh. Ich kam mit Rückenschmerzen und Kopfschmerzen her. Die haben sich langsam gelegt, aber das liegt daran, dass es im Hotel sowas nennt sich Physiothermen gibt. Also eine Kabine, da hockst du dich rein, dann bist du mit Infrarot bestrahlt und dann bekommst du einen ganz roten Rücken und danach geht es dir richtig gut. Und das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht, wenn ich morgens oder bevor ich morgens los bin. Und dementsprechend ging es mir dann tagsüber auch ein bisschen besser. Aber nein, zum Wandern ist mir jetzt nicht mehr. Ich will einfach mal die Landschaft jetzt noch ein bisschen erkunden mit dem Auto. Also weiter als bis hierhin komme ich nicht. Wie gesagt, da hinten kann man jetzt ewig weit rauswandern. Richtig schöne Gegend bestimmt. Aber man will ja auch mal wiederkommen und dann irgendwas machen, was man vielleicht noch nicht getan hat. Weil wenn ich mir jetzt alles hier anschaue, dann habe ich natürlich nichts mehr. Das ist wirklich eine schöne Gegend. Also es lohnt sich, hier auf jeden Fall herzukommen. Jeder, der dieses Videolog jetzt sieht, kommt nach Berchtesgaden, es ist wirklich schön. Also wenn man wirklich wandern möchte und einfach auch mal entspannen möchte und türkises Wasser sehen will, ohne dass man gleich das Gefühl haben will, am Meer zu sein, ist man hier eigentlich genau richtig. Und auch drumherum Österreich, Salzburg, ja, man hat große Städte, man ist ja wirklich nicht am Arsch der Welt, auch wenn es manchmal so einem so vorkommt. Klar, wenn man in die Berge geht, ist man es natürlich. Aber man ist auch ruckzuck irgendwo in der Großstadt und also wunderbar. Also ich bin echt begeistert, muss sagen, das war einer meiner schönsten Urlaube in Deutschland. Ich mache jetzt erstmal einen Vlogstop und gucke jetzt noch ein bisschen hier mir Ramsau die Ecke hier an. Hier hinten ist noch ein schöner See, mache noch ein paar schöne Fotos und dann würde ich sagen, war es das erstmal von meinem Urlaub. Jetzt morgen noch die Rückreise, mal sehen, was auf dem Weg liegt, nehme ich mit. Also erstmal grüß dich, servus. Leute, da bin ich wieder. Dreimal dürft ihr gerade woher? Aus dem Nationalpark und es ist ein Geniestreich. Ich habe die ganze Zeit mein Fahrrad im Auto. Ja, eben habe ich noch gesagt, ich wollte nicht mehr laufen. Fahre ich einfach Fahrrad? Ich meine, dafür habe ich es doch. Leute. Aber manchmal zweifle ich an mir selbst. So, jetzt kann ich den schönen Nationalpark touren. Das Schöne ist, das geht durchs Tal durch. Das heißt, es ist einfach nur gerade. Ich muss nicht mal Berge fahren. Das ist quasi. Jetzt habe ich diese Mischung aus. Ich könnte genauso gut in der Nordsee gerade sein. Ja, ich fahre Fahrrad. Immer gerade. Aber links und rechts, da habe ich die schönen Berge und kann gucken.